In der letzten Episode segelten wir von Sardinien weiter nach Sizilien. Entlang der Nordküste ging es von Palermo nach Cefalù. Hier legten wir mit zauberhaftem Abendlicht ab zu den Liparischen Inseln. Diese begrüßten uns am nächsten Morgen ebenfalls sehr stimmungsvoll. Auf der Insel Vulcano machten wir uns auf zur Erkundung des Gran Cratere. Milazzo im Nordosten Siziliens war unser Ausgangspunkt für die Weiterreise nach Griechenland. Von hier aus sind es noch ca. 22 nautische Meilen bis zur Straße von Messina. Der Zeitpunkt für die Fahrt durch die Straße von Messina sollte aufgrund der starken Strömungen genauestens geplant werden. Es heißt, etwa 4,5 Stunden nach Hochwasser Gibraltar soll die Strömung Richtung Süd kippen. Außerdem nutzen wir für die Planung dieses Tool, mit dessen Hilfe die Strömung berechnet werden kann. Am 8. April 2019, morgens 4:30 legten wir in Milazzo ab. Nach unseren Berechnungen sollten wir idealerweise gegen 10 Uhr in die Straße von Messina abbiegen. Tja, wir segeln Richtung Kanal von Messina. Wetter, naja, nicht so berauschend. Ihr seht ja, dicke Kleidung habe ich an, es ist kühl, ich habe ja immer was zu meckern. Ja, was Positives, wir haben jetzt mal den Baum zum Ausbäumen der Genua zwischen zwei Wanden gesetzt, sodass er einfach quer ab vom Schiff steht. Und es ist einfach genial. Die Genua steht super, Baum ist absolut fest. Also das ist jetzt unsere neue Methode. Ja, das ist was Positives. Zweite Positive, Bodenstandard von groß für beide Seiten. Einfach nur zum Einhängen, am Deck verlegt, funktioniert auch hervorragend. So, und jetzt segeln wir gerade mit Butterfly durch die Gegend. Ja, und machen so 5 Knoten. Man merkt da nichts von. Kanal von Messina ist immer noch nicht ganz so in Sicht, aber ganz was anderes, wenn ihr euch da mal so die Bilder anschaut und dann diese ganz merkwürdige Leinenführung und so weiter. Zum Beispiel zum Ausbäumen der Genua hat den großen Vorteil, der Baum ist komplett separat gesichert nach unten, einmal nach Achtern und einmal zum Bug hin. Und ich kann jetzt vom Cockpit aus einfach die Schot der Genua lösen und die Genua einrollen, die Fläche verkleinern oder ganz wegnehmen, was bei langen Strecken, zum Beispiel nachts und so, du brauchst lieber Vorschiff, was dann doch wirklich Sicherheit bringt. Baum lässt da einfach so stehen, da passiert nichts dran, der steht fix. Und wenn du dann die Fläche verkleinern musst und dann den Baum die Stellung ändern musst, dann wird es natürlich aufwendig. Aber für die andere Sache, wie gesagt, extreme Sicherheit. Das gleiche ist, Baumbremse ist weg. Ja, im äußeren Bereich hat sie nicht gewirkt, im inneren Bereich brauche ich sie nicht unbedingt, dass der Baum da langsam rumgeht. Ich habe sie nur weggepackt, vielleicht packe ich sie irgendwann nochmal wieder aus. Im Moment ist sie erstmal weggepackt, keine Baumbremse mehr. Etwa eine Stunde vor der Durchfahrt durch die Straße telefonierten wir mit dem Messina Verkehrstrennungsgebiet, um unsere Durchfahrt anzumelden. Es war nicht hundertprozentig klar, ob wir als kleines, 11,20 Meter langes Segelschiff uns bei ihnen melden müssen. Aber sicher ist sicher. Wir haben schon von so einigen Schauergeschichten über hohe Strafen gehört, falls man sich nicht anmeldet. In der Straße selber bleiben wir auf Kanal 10 und 16 Standby. Diese Kanäle werden vom Messina Verkehrstrennungsgebiet und der Messina Strait Harbor Control genutzt. Wir sind eingebogen in die Straße von Messina, nicht Kanal von Messina. Habe ich vorhin wohl falsch gesagt, aber ist eben halt so. Straße, es gibt ja sogar Straßen auf dem Wasser. Ganz merkwürdige Geschichte. Ein bisschen Strömung haben wir hier, ein bisschen stärker. Mit uns. Was? Mit uns. Ja, jetzt eben mit uns im Moment dann so quer vorab und im Moment vertreibt es uns. Und ist schon aufregend hier. Du siehst ja, was er mit dem Schiff gemacht hat. Immer hin und her. Was ich Ihnen schon mal sagte, nur mit der Strömung haben wir so ein bisschen Pech. Da hat nur mal geträumt, hat sich um 2 Stunden verrechnet. Das kostet ein Bein. Aber auch das funktioniert. So schlimm ist es auch nicht. Wir haben nur 1,5 Knoten Gegenstrom gehabt. Also es war jetzt nicht so viel. Also bitte. Und außerdem ist es gerade schon wieder gekippt und jetzt haben wir, glaube ich, gar keinen Strom mehr.
Also, das war mal für 2 Meilen ein bisschen Gegenstrom. Also, könnte echt schlimmer kommen. Ja, mag ja alles sein, nur wenn wir 3 Knoten Strom mit uns gehabt hätten, dann wären wir schneller durch gewesen und hätten wirklich eine ganze Menge Diesel gespart. Und das wollten wir ja eigentlich. Ne? Jetzt verpfeifern wir wieder den Diesel immer, was kostet die Welt. Wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Die dunklen Regen- und Gewitterwolken zogen erst hinter uns auf und hielten sich über dem Festland. Wir beobachteten das Schauspiel ehrfürchtig von unserem Cockpit aus und genossen die schnelle Fahrt durch die Straße und an der Südküste Italiens entlang. Die Straße von Messina, die Meerenge zwischen Kalabrien und Sizilien, verbindet das Tyrrhenische Meer im Norden mit dem Ionischen Meer im Süden. Die Durchfahrt durch die 32 Kilometer lange und zwischen 3 und 8 Kilometer breite Straße gestaltete sich aufgrund der Wind- und Strömungsverhältnisse von jeher als schwierig. Neben Wind und Strömung sorgt der starke Verkehr, insbesondere die vielen Fähren, die zwischen Sizilien und dem Festland pendeln, für eine anspruchsvolle Fahrt. Zudem begegnet man hier des Öfteren wohl Schwertfischfängern. Dies sind Schiffe mit einem etwa 6 Meter langen Gittermast, der wie ein Bugspriet nach vorne über den Rumpf hinausgeht. Diese Schiffe ändern den Kurs wohl auf unglaublich unberechenbare Art und Weise. Entweder lag es in der Jahreszeit, aber wir begegnen zum Glück keinen von diesen Booten. Meilen sind es bis zu unserem Ziel, der griechischen Insel Kefalonia. 3 Sonnenaufgänge, 3 Sonnenuntergänge. Bei guten, achterlichen Winden legten wir die Strecke zum größten Teil unter gerefter Genua zurück. Sprich mit unserem Gast. Sieht so aus, als ob er schon wieder ein bisschen agiler wäre. Hoffentlich überlebt das echt. Aber zu essen und zu trinken will immer nichts von uns überlegen. Naja, vielleicht müssen wir einfach mal unten uns verstecken und dann traut er sich vielleicht. Wer weiß. Auf jeden Fall geht gerade die Sonne unter. Das letzte Mal in Italien für ein paar Monate. Und morgen geht die Sonne das erste Mal für uns. Mal mit Anixi. Ja. Wir haben echt noch immer gut Wind, wir hoffen wir halt durch die Nacht, so dass wir beide ruhig schlafen können, ohne dass irgendwas angepasst werden muss. Also vor allen Dingen Hakko, weil wenn irgendwas ist, muss die Hakko meistens weg. Wir nähern uns unserem Ziel. Vorerst Griechenland. Also, die Grenze haben wir schon überschritten. Wir sind schon in Griechenland, zumindest auf dem Wasser. Und man kann also auch schon das Land sehen, wo wir hinwollen. Sind noch, was habe ich vorhin geguckt, irgendwas bei 20 Meilen oder so. Also 5 Stunden noch. Plus dann da reinfahren. Dann ist es dunkel. Aber der Wind lässt langsam immer mehr nach. Und war auch so vorhergesagt. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit wir noch kommen, so unter Segel. Aber die meiste Zeit sind wir gesegelt. Fisch hat natürlich noch keiner angebissen. Leine haben wir rausgeschmissen. Das funktioniert irgendwie nicht so, wirklich so. Oder es sind keine Fische mehr da. Wer weiß. Vielleicht sind wir auch zu blöd zum Fischen. Kann auch sein. Ja, und ansonsten
So, heute war auf jeden Fall wesentlich angenehmer und ruhiger vom Wasser auch her, im Gegensatz zu gestern. Nora geht es auch besser. So. Ach ja, Wassertemperatur. 20,18 Grad, also fast 20,2 Grad. Lufttemperatur ist irgendwas bei 17 oder 18. Also das Wasser ist wärmer wie hier im Land. Deswegen dicke Jacke, dicke Hose. Naja. Natürlich klar, dass Haku irgendwas zum Thema Temperatur sagen muss. Also ich habe mich heute mit Mittelmeerwasser geduscht. Mit 20 Grad warmem Mittelmeerwasser. So geil. Und jetzt bin ich endlich wieder wach und fit. Und gestern habe ich echt den ganzen Tag nur im Bett gelegen und voll träge. Mir war es ein bisschen komisch. Aber jetzt geht es mir wieder richtig gut. Ich bin fit und wie gesagt, Herr Hack hat ja schon gesagt, wir sehen schon Land. Und jeder, der weiß, wie sehr wir uns eigentlich auf Griechenland freuen, der kann vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, wie wir uns jetzt gerade freuen. Heute Nacht schlafen wir in einer griechischen Ankerbucht. Erste Mal auf Anixi, so geil. Ja. Ich bin zwar der Meinung, wir stehen, aber wir fahren immer noch 3,5 bis 4 Meilen über Grund. Winter mal nicht mehr so viel und quälen uns jetzt da langsam da in die Abenddämmerung. Und dann da zu dieser Insel werden wir wahrscheinlich dann irgendwann heute Nacht so zwischen gegen 12 Uhr oder sowas auflaufen. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Eine nicht fertige Marina, einen Ankerplatz. Oder ein Townanleger. Wir sehen. Kurz nach Mitternacht fiel der Anker vor Agostoli auf der Insel Kefalonia. Eine superschöne Bucht und eine herrliche Umgebung, wie wir am nächsten Morgen feststellten. Kefalonia, die größte der ionischen Inseln, liegt am Ausgang des Golfs von Patras. Sie ist touristisch gut erschlossen, wobei wir jetzt im April nur eines von wenigen Booten hier vor Anker sind. Agostoli ist die Hauptstadt der Insel und Port of Entry, das heißt, hier konnten wir einklarieren bzw. uns unser Degpar, eine Art Transitlog, ausstellen lassen. Wir haben die Wassertanks wieder voll, das Boot ist abgespritzt und jetzt geht es weiter zur nächsten Station. Es ist Sonntag und es hat eben geregnet, natürlich die ganze Zeit, wo wir Wasser gefüllt haben. Jetzt ist wieder, wir sind fertig, es hat natürlich aufgehört, wir sind nass. Macht auch nichts. Von daher Spanien, Sonne, Sonne, Sonne. Hier, Also bist du nicht glücklich in Griechenland zu sein? Griechenland ist eine tolle Geschichte, aber ich glaube, ich überlege mir das doch nochmal. Oh, nicht ernsthaft. Nein, alles gut. Ist ja nicht kalt. Nein, kalt ist es nicht, absolut. Bevor wir Agostoli verließen, füllten wir unsere Wasservorräte an der großen, der Stadt vorgelagerten Mole auf. Und dann ging es wieder raus. Die griechischen Inseln wollen von uns erkundet werden. Als nächstes Ziel auf dem Weg in den Golf von Patras haben wir uns Agios Nikolaos im Nordosten der Insel Sekintos ausgesucht. Kaum hatten wir Kefalonia hinter uns gelassen, zog eine dunkle Gewitterfront aus Südwest auf, der wir irgendwie versuchten auszuweichen. Zumindest zog das Gewitter nicht direkt über uns hinweg und wir bekamen nur ein bisschen Regen ab und ein paar der Gewitterböen. Das Wetter wurde am Nachmittag sogar noch richtig schön. Sekintos ist nach Kefalonia und Korfu die drittgrößte und die südlichste der größeren ionischen Inseln. Agios Nikolaos im Nordosten ist eine kleine Siedlung,
die um diese Jahreszeit sehr verschlafen wirkt. Im Sommer ist hier anscheinend mehr los. Es fahren dann wohl auch täglich Fähren und von hier aus ist es möglich, die blauen Grotten zu besuchen, die mit kleinen Ausflugsbooten erreichbar sind. Wir passieren die kleine, vorgelagerte Insel und machen längsseits an der Betonmole fest. Bei den vorherrschenden Winden aus Südwest liegen wir hier ruhig und gut geschützt. Sakintos, glaube ich, heißt diese Insel. Im Moment noch ziemlich verlassen und verschlafen, aber wir fühlen uns wohl hier. Und seitdem wir hier sind, hat es auch aufgehört mit Regnen. Naja, ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes, müssen wir abwarten. In der kommenden Nacht verließen wir Agios Nikolaos relativ fluchtartig. Der Wind hat auf Nordost gedreht und dies, sowie der aufkommende Schwell, ließen unseren Platz an der Betonmole nicht nur ungemütlich, sondern sogar relativ gefährlich werden. Die kleine vorgelagerte Insel Agios Nikolaos schützt den Hafen nicht wirklich. Bei 5 bis 6 Beaufort segelten wir in der Nacht Richtung Peloponnes und fanden einen hervorragenden Ankerplatz vor einem kilometerlangen Sandstrand, wo wir einige Stunden schlafen konnten. In der kommenden Episode segeln wir weiter durch den Golf von Patras und den Kanal von Korinth. Zwischen Festland und Euböa, der zweitgrößten griechischen Insel, geht es Richtung Nordgriechenland, wo wir pünktlich Mitte Mai ankommen wollen. Seid dabei, wenn wir entlang diesen überraschend schönen, herrlich grünen Inseln unserem Ziel Chalkidiki immer näher kommen. Bis dahin!